und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es ganz schnell, weil ich immer wieder die Frage bekomme, was kann ich alternativ noch am Morgen essen oder gerade am Abend, wenn ich vielleicht fettiges, Wurst- oder Käsesachen einfach ersetzen möchte. Deswegen hier ein ganz schnelles Rezept. Wir setzen uns eine Pfanne auf. Geben dort ein kleines bisschen Olivenöl rein, so einen Esslöffel, und werden da uns ein Vollkornbrot anrösten. Ich habe jetzt eins mit Sonnenblumenkernen. Nehmt das, was euch gut schmeckt. Dann nehmen wir eine Avocado. Das ist ganz wichtig, dass sie reif ist, dass ihr so eine Zeit kauft, wo auch Avocado-Zeit ist. Und dann löst ihr dort einfach die Schale hinten ab. Von beiden Seiten, und die wird dann nur zermatscht. Also es geht wirklich ganz schnell. Hier unten ist sie noch nicht ganz so reif, das merkt ihr dann schon, wenn die Schale sich nicht überall ganz abziehen lässt. Wenn sie schön reif ist, dann könnt ihr das wunderbar machen. Natürlich könnt ihr es auch mit dem Löffel rauslösen. Aber wie gesagt, jetzt hier, wo sie nicht so ganz will, ist sie noch nicht reif genug. Da werden wir uns auch ein bisschen schwer tun, Bein zu drücken gleich. Den Avocado-Kern bekommt ihr am besten raus, wenn ihr mit der Messerspitze reinstecht, ein bisschen dreht und ihn dann in eure Abfallschale gebt. Das ist die leichteste Methode. Jetzt könnt ihr es natürlich mit dem Löffel rausschaben, wenn ihr wollt. Hat jeder so seine eigene Technik. Ich schäle es gerne raus, aber wie gesagt, dazu muss sie einigermaßen reif sein. Dann habt ihr da kaum Rückstände, und an den Stellen, wo sie nicht ganz reif ist, müsst ihr halt beim Messer nacharbeiten. Welche Avocados ihr bevorzugt, ist eure Entscheidung, aber schaut, dass ihr sie reif bekommt, und bitte drückt sie im Laden nicht immer, denn da könnt ihr relativ wenig feststellen, ob sie reif ist oder nicht. Schaut euch lieber diesen kleinen Tropfen oben an, ob der wackelt, ob der sich leicht löst, ob es da drumherum ganz grün ist oder schon bräunlich. Da bekommt ihr bessere Tipps über den Reifegrad. Dann gebt ihr euer Brot einfach in die Pfanne und lasst das ein bisschen rösten. Und die Avocados schneiden wir uns jetzt einfach in kleine Stückchen und dann zerdrücken wir sie mit der Gabel. So. Was ihr gleich schon dazugeben könnt, sind unsere restlichen Zutaten. Müsst ihr nicht, aber es bietet sich an, weil wir sind dann schon fast fertig. Und zwar pressen wir uns eine halbe Zitrone aus. Dann raus mit dir. So, geben die dazu. Geben ein bisschen Chili. Das ist optional, müsst ihr nicht. Und auf jeden Fall etwas Kräutersalz. So. Oh, mein Brot möchte schon zerfallen. Macht das wirklich schön von beiden Seiten. So. Dann nehme ich mir noch eine Knoblauchzehe, weil ich das total gerne mag. Auch die ist optional und könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr das möchtet. Wenn ihr eine reingibt, dann presst sie auf jeden Fall durch eine Presse. Weil dann ist das ganz, ganz fein. Wenn da noch so Stückchen drin sind, ist das immer nicht ganz so schön. So. Und vor allem, es geht ratzfatz. So, jetzt drücken wir uns das alles mit der Gabel. Das dauert ein bisschen. Wenn ihr die Avocado zermatscht habt, dann einfach einmal abschmecken, ob es euch so schon schmeckt. Ja, sehr gut. Meins würde ich jetzt genauso lassen. Habe eine leichte Knoblauchnote, eine leichte Schärfe, ansonsten schönes Kräutersalz, Zitrone und Avocado. Genau so möchte ich es. So, nun richten wir an. Das heißt, ihr gebt eure Avocado-Masse auf das gerade geröstete Brot.
Es ist jetzt noch warm, die Masse oben ist kalt, aber es wird dann auf jeden Fall ein lauwarmes Brot. Ihr habt jetzt in der Avocado-Masse Knoblauch, Schärfe, Zitrone, Avocado, unten das kräftige Vollkornbrot. Das ist wirklich ein Gedicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao! Eine Sache noch. Schreib du mir jetzt in die Kommentare, ob du mehr solche schnelle, einfache Rezepte haben möchtest oder aufwendige und schwierige Rezepte. Ich freue mich auf deinen Input.